Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, heute mit Let's Play Together, Euro Truck Simulator 2, zusammen heute mit Julian. Servus. Und allein zu dem Namen Julian muss ich nochmal eine Frage stellen. Hey. Warum schreibst du heißt Benjamin? Ich? Ja. Also, weiß nicht, Benjamin. Hier ist der Anrufbeantworter von Benjamin Derpa. Klingelt da was? Bäh. Ist das meiner? Ja. War das nicht, ich schwör das. Ja, alles klar. Ja, okay, wir ich machen schwör, heute... Ich war das nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schauen mal. Ich mache über World of Trucks. Wir reden da nachher nochmal drüber, okay? Wir reden nach der Session mal darüber. Weiß schon, wer das war. Kann ich dir jetzt schon genau sagen? Nein. Okay. Doch. Erik. Ja, Erik. Ja, mein Range. Erik. Kennst du nicht. Erik, Range. Auf jeden Fall. Nee, Erik Müller. Es war Gronk. Okay. Karazza. Ja, auf jeden Fall. Karazza, wenn ich bitten darf. Ach so, also, fangen wir mal an. Wir machen heute mal die Strecke. So wie die hier so schön ausschaut, ist doch eine schöne Strecke von München nach Salzburg. Weil, ich kann auch kurz sagen, wo ich hinfahre. Moment. Bitte. Ich fahre von. Moment, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Warte mal jetzt. Ich fahre von Danzig nach Karlskrona mit Glasscheiben und einem geilen Scania T im Red Bull Design. Danzig? Kann man das essen? Ja. Achso, okay. Aber Verstopfungen von. Ah, Alter, das ist es also. Habe ich schon viel davon gehört. Alter, würdest du meinen Scania T sehen, würdest. Also, für alle, was jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt ja ein Lenkrad und Pedale. Ich kann zur Zeit bloß nicht so gut fahren, weil ich gesundheitlich etwas mit dem Fuß angeschlagen bin. Ich werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben auf der Autobahn. Es wird zu vielen Crashes kommen. War lustig. Und ich versuche mal mit der Gangschaltung irgendwie hinzukommen. Das letzte Mal ist da und das Auto, der LKW abgefreckt. Fangen wir an, nehmen wir diesen Auftrag. München nach Salzburg, Digga 1000, Digga. Digga, du, ich hab da mal eine Frage. Wir könnten ja eigentlich auch so ein Thema hier reinbringen. Wir könnten ja auch gegenseitig irgendwie Witze vorlesen oder über irgend so ein Thema reden. Wenn wir ja gerne machen. Mir ist das doch egal, ich bin ja sowieso bei Gott und ja, die Welt das informiert. Das hört sich ganz gut an. Ja, was denn jetzt? Was willst du? Ah, okay, ich kann mit Lenkrad also heute nicht fahren, weil mein Fuß zu sehr schmerzt. Das bedeutet, wir machen heute mal nichts mit dem Lenkrad, wir machen heute einfach mal so mit dem dicken C oder? Hä? Fahr doch einfach nur so mit dem dicken C, so was. Das geht nicht. Ja, was hast du denn am Fuß da mit der Ferse? Ja, nichts mit der Ferse. Also, die Ferse funktioniert schon so. Bloß die Tatsache ist, ich kann mit den beiden äußeren Zehen kann ich gar nichts machen. Ja, dann stell deinen Fuß hinten auf die Ferse vom Lenkrad und gib Gas und mit dem anderen bremst du dann so. Ja, nee, lieber nicht. Das glaube ich, das geht jetzt nicht schon wieder. Ging schon mal schief bei mir. Ja, das ging schon sehr oft schief bei mir. Gerade super nicht lange. Ich meine, bei mir wurde doch zugeguckt, dass ich nicht so behindert gefahren bin und dann erstmal vorne alles mitgenommen habe, was also, du fährst, sich bewegt hat. Ich möchte jetzt nicht beleidigend sein, aber du fährst immer behindert. Außer ich fahre in Real Life. Ich wieder Baba. Dann fährt er richtig behindert, wenn er Real Life fährt. Halt dein Maul. Als ob das nicht die Wahrheit wäre. Wo ist eigentlich jetzt mein Anhänger? Hab ich den jetzt eigentlich schon mit oder? LOL! Ich fahr ohne Anhänger? Achso, ich sollte ihn vielleicht erstmal abholen, ne? Das wäre vielleicht. Oh shit, jetzt bin ich über rote Ampeln gefahren, aber ja. Na, nicht schlimm, fahr ich auch immer. Wer braucht denn rote Ampeln? Rote Ampeln werden überbewertet. Ja, das stimmt allerdings. Ja, sagen wir mal so, wenn du LKW-Fahrer bist, hast du in der Straße ganz klar den Vorteil, weil sobald dein Moped mal kommt, ne, dann nimmst du da mal eben schnell mit. Mhm. Dann machst du auf GTA-Style. Ja, ich mach da voll auf GTA-Style, Alter. Ja, was soll man denn jetzt machen? Was über was willst du denn reden? Das war jetzt halt aus Versehen. Nee, ich wollte sagen, das war jetzt geplant. Ach so. Ja, gut, ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber ich falls einfach. Start dann nochmal die Aufnahme neu und du schneidest das dann, ne? Ganz einfach. Man, nö, so ich schneide nie. So best auf so wie PewDiePie Let's Plays, Alter. Das ist ja quasi kein richtiges Let's Play, sondern Best of. Ja, alles klar, wir machen unseren eigenen Best of Channel.
von den drei Videos, die wir hochgeladen haben. Genau. Schau. Fangen wir mit ein paar Witzen an. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal Sportwitze. So, dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal los. Auf nach Salzburg. Zwei Sportler treffen sich. Ich muss kurz gucken. Zwei Sportler treffen super, sich. Die werden jetzt flach. Sagt der eine, hey, ich habe jetzt einen Golfsack darauf. Der andere tut das auch so weh wie ein Tennisarm. Ja, okay. Ich gehe ja schon. Das ist so schlecht. Gott sei Dank fahre ich Automatik, Alter. Wenn ich jetzt noch schalten müsste, wäre das echt ein Problem, weil ich habe den so eingestellt, dass ich nur schalte D-Drive, N-Neutral, ja, rückwärts. So, zwei Klicke und ich bin durch. Hoppala. Komm, wir machen mal eine Flachwitz-Challenge. Hat bestimmt noch keiner gebracht. Oh, oh. Geil. Ach so, so ein Kreisverkehr ist das mit nur einer Ausfahrt. Halt die Schnauze. Ja, den haben wir aber bei uns in der Nähe auch einen. Was denn? Ein Kreisverkehr mit einer Ausfahrt. Nee, da konntest du wirklich nur durch eine Ausfahrt, durch die anderen waren gesperrt. Ja. Ja, der ist da in Danzig Richtung Dingens. Na, bei uns in der Nähe ist es so, da gibt's im Kreisverkehr zwei Einfahrten und zwei Ausfahrten. Bedeutet also halt eine und noch eine. Hä? Warum das denn? Da kann man auch einfach die Straße so lassen, wie sie ist. Ja, eben, das habe ich gesagt, das ist der unnötigste, Kreisverkehr der Welt. Ja, ist es auch. Das ganz ehrlich. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ach, Alter, scheiß drauf, egal, jetzt bin ich drüber. Ich muss jetzt erst mal rausfinden, wie das wieder geht. Die Steuerung habe ich schon sehr lange nicht mehr gezockt. Weil ich halt entweder WASD oder mit den Pfeiltasten, wenn du fährst. Ja, das weiß ich schon selbst. Was brauchst du denn sonst noch? Ich kenne die Tasten alle auswendig. Deine Mutter brauche ich. Achso, ja, die schicke ich dir dann per FedEx. Oh, bitte. Idiot. Was denn? FedEx. Ja, ich kann auch UPS nehmen. Wollte ich gerade sagen. United Parcel Service, ja. Schick mir lieber damit. Weil die können ja wegen mit mehr Gewicht liefern. Boah. Ganz vorsichtig hier. Nee. Ganz, ganz vorsichtig. Schon mal ganz nee. So, wo ist jetzt mein Feuerzeug? Ich muss jetzt hier mal eine Kerze entzünden. Weiß, wo ich das denn hingetan habe. Oh, so, Anspielung, Kerze entzünden. Warte mal, das waren jetzt Kaugummis. Hä? Wo ich den hingetan? Ich hab das doch vorhin noch benutzt. Nicht Kaugummis nehmen. Nee, die zünde ich doch nicht an, Alter. Ja, doch. Denkst du, ich bin Panne? Ja. Nix sagen. Das war eine sarkastische Frage. Bei mir nicht. Ja, ich weiß. Ich hab die auch lieb. Ja, ich nicht. Ich weiß. Wo ist das denn? Look, da. Ich hab das vermisst, diese Ausflüge nach was weiß ich wohin. Nach Salzburg? Ja, find's auch. Salzburg ist echt so ein schönes Land. Scheißstadt. Salzburg ist doch kein Land. Pass auf, ich muss dir mal was erzählen. Ich bin heute Bahn gefahren. Das erste Mal wieder seit einem halben Jahr. Ja. Und ich hab ein Ticket, was halt in Düsseldorf nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, scheiße, funktioniert nicht, gehe ich zum Automaten, will mir ein neues holen. Was ist da? Kommt einer von den Spezialisten mit seinem Gerät, meint er so, ja, Fahrscheinkontrolle. Ich dann so, ja, ich muss mir gerade noch eins holen. Meint er so, ja, Sie haben es doch schon gesehen, oder? Nein, habe ich nicht. Warum sollte ich euch sehen? Der hier steht hinter mir, ich guck da hin. Ich stehe schon am Automaten, will gerade bezahlen, ne? Ja, was haben Sie denn für ein Ticket? Ich dann so, ja, VRS. Geht ja hier nicht, ne? Deswegen hole ich mir ein anderes. Nimmt der mein Ticket, scannt das so dran? Ja, ihr Ticket funktioniert hier nicht. Dann so, nee, echt, deswegen hole ich mir jetzt auch ein anderes. Ja, jetzt muss ich doch am Montag hin und das nochmal erklären, Alter. Die wollen von mir sonst 60 Euro haben. Ja, was für Armleuchter. Ja, wie er sein Ticket nicht zahlt, dann wird er halt abgemacht. Ich war doch dabei. Wirklich, ich war gerade, der Automat ist gerade frei geworden, weil vor mir noch deine Oma mit ihren 1 Cent Stücken da bezahlt hat. Ja, wirklich, sehe ich ein Ticket. Das ist ja nicht sein Problem. Ey, ist aber auch mein Problem, oder was? Ja, doch. Kann ich ja dafür, wenn der so blöd ist. Ja, wenn es sich so rechtzeitig löst, dann kann ja nichts dafür. Ich bin doch gerade erst eingestiegen, als die eingestiegen sind. Ja, oh Hund. Ich bin an derselben Station eingestiegen, die haben mich vorher schon gesehen. Wem?
Ja, das ist doch nie mein Problem. Na doch? Ja, nee. Maxi, sei doch mal realistisch, wenn doch einer im Automatisch sich gerade am Ziehen ist. Ne, und der Idiot dann da einen auf Baba macht, was soll ich denn da machen? Scheiß Armleuchter, ey. Ach, scheiße, wir nehmen auf, ne? Ne? Nee? Ey, was denn jetzt? Nehmen wir jetzt auf oder nicht? Das ist dann schon sehen. Oh, scheiße, das heißt nichts Gutes. Ach, meine Freundin hat übrigens auch, soweit ich weiß, unseren Kanal abonniert. Ich habe ihr davon, glaube ich, schon mal erzählt. Oh, super, aber auch. Ja, ja, hör mal. Ein Abonnent mehr. Ne, da will ich jetzt nicht einpacken. Alter, hier fliegt so scheiß Fliegeviech bei mir vor dem Bildschirm rum. Das macht mich komplett. Oh, Leute, um. 40 Kilometer, werden wir das noch schaffen? Das und vieles mehr ist in der nächsten Folge nicht Spaß. Also, ich bin fertig. Ja, wow, du brauchst doch nicht 3 Stunden wie ich. LOL! Ich muss um 5.40 Uhr dort sein! Und ich brauche noch 30 Minuten, Alter! Das ist eine Challenge, ey! Challenge accepted! Ja, warum? Ich bin echt da! 5.39 Uhr und bei mir ist 5 und 12! Dann mach den Tempolimit aus und dann Knallgas! Da klopft. Ach nee, Restzeit 19 Stunden! Oh, ich hab was Falsches gelesen! Oh. Die Anzeige kommt! Vielleicht ein anderes Land. Vielleicht ein anderer Tag, ja, ein anderes Land, ne? Klar, wahrscheinlich. Mhm. Ist okay, Julian. Ich gehe ja schon wieder nach Hause. So, ich müsste mal tanken. Ich laufe schon auf Reserve. So, wo ist meine. Wo ist denn hier jetzt mal. Ach, da ist meine Box. Ey, Kreisverkehr, bin ich heute noch gar nicht gefahren. Ach, sogar diesmal mit 3 Ausfahrten. Cool. Ja. Also 4 meine ich. Jalla. Jalla. Jalla, Jalla? Jalla. Okay. Mhm. Wallahi. Und nach der Aufnahme muss ich dir mal was erzählen. Was sehr Intimes, wa? Nee. 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 Das kann ich doch vor unseren Millionen Abonnenten hier noch nicht sagen. Millionen. Oh, da hänge ich fest. Hatten wir nicht eigentlich mal gesagt im Clan, dass irgendwer mal was mit dir Let's Aid oder sich selber das Programm holt? Also oder ich hänge da gerade ein wenig fest. Ja, mach das. Doch cool. So, jetzt fahren wir mal rückwärts. Ein paar Übungen zurücklassen, ne? Ciao. Wir haben dabei noch ein paar Autos weg. Oder weg da! Ja, alles klar, jetzt macht der LKW meine Einfahrt nicht. Hallo Leute, ich bin jetzt gleich mal. Ja, machen die echt eiskalt die Einfahrt nicht. Die Einfahrt nicht. Ja, ich stehe hier gerade vor der Einfahrt zur Lieferfirma und 3000 Busse stehen dort direkt vor der Einfahrt. Bleib da noch stimmig mir unten ab. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen, auch noch. Das wäre vielleicht jetzt in dem Fall gar nicht mehr so schlecht. Ne? Ja, kannst du vorwärts fahren? Dick in der Box. Ja, ich kann vorwärts fahren. Ich kann auch rückwärts fahren. Ich kann auch. Kann ich auch. Ich würde mal einmal komplett drehen, ne? So, fahren wir mal wieder zurück auf 20. Oh ja, bitte kurz um 20. Das ist am besten. Gucken, ob ich das jetzt noch schaffe. Bin ich schon beim Einparken? Ich bin gerade beim Einparken. Ich versuche gerade rückwärts einzuparken. Also 120. Ja, ist 120. Das zählt, sobald ich kann noch mehr. Hä? Das zählt für mich, sobald ich kann noch mehr. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Oh, komm, yalla yalla.
Gott, ja, aber. Dafür kann ich Automatik drin. Ich denke, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Scheiße, ich bin gerade auf dem Weg. Hab's geschafft. Fuck. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich bin jetzt auch in Danzig. Abzüge für Schäden? Ich hatte mal einen Schaden. Du hast generell einen Schaden, dafür geben sie dir schon einen Abzug. Oh, pass auf, was du sagst. Da komme ich jetzt erstmal zurück. Jetzt sogar noch geschafft, einen Auftrag anzunehmen, welche ich gegen die Wand gefahren. Heuch? Im Internet weiß niemand, dass du eine Kartoffel bist. Niemand. Noch keine Kartoffel. Na doch, du bist eine richtige Kartoffel. Bin ich mal Deutscher, du Affe. Oh. Nee, da will ich nicht hinfahren, das ist mir zu sehr schwedisch. Ich hab immer das Problem, ich hau immer Tandems ohne Scheiß rein und dann finde ich, wenn ich Sattel fahre, einfach nix mehr. Warum ist der rot? Achso, das sieht nur so aus. Okay, alles cool. Fuck, Alter. Achtung. Was war das denn? Warum? Warum machst du jetzt so ein scheiß Soundboard an? Ist kein Soundboard. Das ist eine Ente. Nee. Doch. Ran. Wow. Oh, Mann. Alter. Alter. Na, was sagst du dazu, Donald? Oh. Okay. Und ich denke, damit beenden wir die Aufnahme. Ich habe 0 Schaden, aber ich muss trotzdem Gesamtpreis zahlen, obwohl ich 0% Schaden habe. Aber da mein Motor ja schon 101 kostet, das Getriebe 50, das Fahrwerk 529, das Fahrrad 400. Was? 1000? Donald, halt die Schnauze. Alter. Und dann will ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Oh. Bis dahin. Ciao. Tschüss.